Herzlich willkommen da draußen. Ich bin heute mal wieder draußen, die schöne Natur genießen. Heute zwar ein bisschen kalt hier draußen, aber macht ja nichts, wir sind ja nicht aus Zucker. Und ich will mir heute mal einen Trangia-Brenner bauen aus einer Büchse. Und alles, was ich dazu nutze, ist doch nur mein Victorinox-Messer, der Swiss Champ. Hat ja genug Funktionen. Und ja, wie wir genau den Trangia-Brenner bauen, das zeige ich euch gleich. Zum Anfang werden wir die Büchse natürlich erstmal aufschneiden. So 2 bis 3 Finger breit. Sauber ist anders, aber ist ab. Machen wir erstmal das erste Teil. Dann werde ich jetzt den oberen Deckel auch lösen, ausschneiden mit dem Messer. Mir fällt gerade ein, das hätte ich wahrscheinlich vorher machen müssen, weil jetzt ist die Büchse ja so ein bisschen unstabil, aber das kriegen wir trotzdem hin. Müssen wir zwar ein bisschen vorsichtiger arbeiten. Der Deckel ist draußen. Damit wir jetzt das Oberteil hier natürlich drin kriegen, gehen wir jetzt hier so. Ah, jetzt ist es gerade ein bisschen verbeult, weil ich ungleichmäßig geschnitten habe und mit der Zange das ein bisschen gerade gebogen habe. Aber auf jeden Fall hier oben, wo der wölbte Rand ist von der Büchse, halten wir uns das ungefähr so ran. Und werden uns das dann... Macht sich bei Büchse mal eins gut. Hier sind ja überall Schrift und Markierungen. Und ungefähr bei der Markierung werden wir uns das abschneiden. Dafür nehme ich von meinem Messer die Schere. Und abhammert. Müll nehmen wir natürlich alles wieder mit. Legen wir erstmal alles auf einen Haufen. Wird nichts im Wald zurückgelassen. So, da haben wir die beiden Teile. Jetzt nehmen wir uns das Messer nochmal vor. Und werden jetzt legen uns das ja, so Finger breitmäßig drin. Die zeige ich euch am besten. Also fingerbreit drin und den mit dem Messer drin. Nicht drin schneiden, sondern nur verbeulen. Also wir beulen jetzt nur so eine Kerbe drin. Sollte auf jeden Fall bis hier oben hingehen. Sehr ein bisschen, kann hier oben sehr ein klein bisschen größer sein. Passt nur auf, dass er nicht durchpiekt. Dann das gleiche nochmal, eins weiter, wieder. Drin. Hier oben haben wir auch eine schöne Beule. Gleiche nochmal. Also eh mal komplett rum um die Büchse. Die Büchse ist zurechtgeschnitten. Jetzt werden wir die Büchse hier reinschieben. Dadurch, dass die ja jetzt so verbeult ist, lässt die sich wahrscheinlich ganz leicht drin schieben, bis zum Ende drin schieben. Und jetzt haben wir ja überall die Beulen hier. Und da wird die Flamme nachher austreten und rausschießen. Und durch die Wölbung, die innen drin unten ist, steht natürlich die Flüssigkeit drin. Was wir jetzt nur noch machen müssen, dann nehme ich die Ahle von dem Messer. Wir brauchen ja, irgendwie muss ja Luft drin kommen. Und da werden wir uns jetzt hier an der Seite noch ein Klettloch reinpieken.
dass Sauerstoff reingezogen werden kann. Weil Feuer braucht Sauerstoff zum Atmen. Wie wir natürlich. Und dann werden wir sie jetzt mal anfeuern. Ich habe hier gerade noch eine alte Dose auf dem Boden gefunden. Die nehme ich als Untergrund. Ich weiß jetzt nicht, ich habe noch nie mit Trangia hier gearbeitet. Deswegen lasse ich es ein bisschen höher stehen. Als Brennstoff habe ich Brennpaste mir geholt aus dem Kaufland. Ist auch ein bisschen dicker. Und dann machen wir mal Bodenbedeckung drin. Ist aber sehr Gelee-mäßig. Man sieht, der Boden ist bedeckt. Und dann werden wir sie mal anfeuern. Für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich es mit dem Feuerstahl anfeuern kann. Weil ich arbeite damit übelst gerne und ist mein Lieblingstool im Bushcraften. Jetzt habe ich es aufgegeben, also mit dem Feuerstahl werde ich es wahrscheinlich nicht ankriegen. Wenn ihr irgendeine Idee habt oder selber das schon mal probiert habt, mit dem Feuerstahl anzukriegen, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, was ich eventuell besser machen könnte, damit ich es ankriege mit dem Feuerstahl. Aber dann werde ich mir jetzt ein Feuerzeug nehmen. Also brennt tut's. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Hier sieht man es sehr schwach gerade. So, wenn wir es schon mal gleich anhaben, werden wir es natürlich gleich mal testen. Topf drauf. Dürfte jetzt eigentlich auch nicht ausziehen, weil durch das Loch an der Seite zieht es ja Luft. Werden wir mal ein bisschen Wasser drin machen. Und dann werden wir uns jetzt erstmal einen Kaffee kochen, damit hier nichts vergeudet wird. Wenn wir mal die Zeit stoppen, oh, wird man wahrscheinlich auch nicht sehen. Und werden mal gucken, wie lange, oh, blendet relativ dolle. Und werden mal gucken, wie lange die jetzt braucht, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Wasser kocht. Halt. Also richtig kochen tut es noch nicht, leicht sieden, aber es ist doch aussehen. Aber habe jetzt auch Kaffee drin gemacht und warm ist es auf jeden Fall. Bei 4 Minuten 26, so lange hat jetzt gebraucht, hat er jetzt noch Kaffee drin gemacht. Ihr werdet jetzt noch gemütlichen Kaffee trinken. So, das war heute von mir gewesen. Von meinem selbstgebauten Trangia-Brenner. Auch ganz einfach gewesen. Zum Ende hin hat er zwar ein bisschen geschwächelt, aber hat mir meinen Kaffee zumindest, also kurz aufgekocht, ein paar Bläschen sind hochgestiegen, habe ich mir einen Kaffee drin gemacht. Man sieht, er qualmt ja auch. Wenn ich wahrscheinlich Brennpaste weiter nochmal drin gemacht hätte, hätte ich auch weiter kochen können. Ja, werde jetzt den Müll, der jetzt hier auch noch mit lag, natürlich auch mitnehmen. Hört sich ja so. Und das war dann von mir heute gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben. Ansonsten abonniert mich, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Stell den Topf auf. Zieht ihr an der Seite durch den Loch. Durch das Loch Wasser. Ach,